Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 mit Erhaltung von Technologie. Herzlichen Glückwunsch, Appalachia. Paladin Zagadi hat mir von eurem Sieg in Huntersville erzählt. Ich weiß, der Erfolg war mit hohen Verlusten verbunden, aber zukünftige Generationen werden euch danken, so wie ich euch jetzt danke. Ich bin voller Stolz, aber das ist nicht der Grund für diese Mitteilung. Einer der Aufträge der Bruderschaft lautet, stets nach wertvoller Technologie Ausschau zu halten. Nach allem Möglichen, was uns auf unserem Weg helfen könnte. Doch ich sehe in allen Richtungen nur Chaos. Kein Licht brennt und die Menschen sind kaum besser als Barbaren. Zivilisation. Jeden Tag denke ich an Zivilisation. Lizzie muss mittlerweile von dem Wort die Schnauze voll haben. Um die Zivilisation wieder aufzubauen, um sie zurückzuerobern, werden unsere Nachfolger die Geheimnisse der Vergangenheit brauchen. Und diese Geheimnisse laufen Gefahr, auf immer und ewig verloren zu gehen. Bis jetzt waren unsere Gelehrten nichts als Werkzeuge, die unsere Ritter beschützten und unsere Basen instand hielten. Das muss sich ändern. Bis jetzt war die Bruderschaft eine gut gerüstete Kampftruppe. In Zukunft werden wir die Hüter der Zivilisation. Wir müssen also jeden Bauplan, jedes Holoband, jedes Buch und jede gottverdammte Notiz einsammeln, die die Bausteine der alten Welt enthalten, bevor es zu spät ist. Unsere Gelehrten werden sie an sich nehmen, sicher verwahren und vielleicht sogar neue Erkenntnisse gewinnen. Und die Ritter werden sie beschützen, wie eine harte Schale um einen kostbaren Samen. Eines Tages, wenn die rechte Zeit gekommen ist, wird aus diesem Samen eine neue Zivilisation erblühen. Dies ist es, warum wir geboren wurden. Seht ihr das nicht auch? Mitmenschen zu helfen ist ein gutes Ziel, das Ziel eines Soldaten. Aber auf diese Weise werden wir der Antrieb sein, der die Welt verändert. Sicher habt ihr Fragen. Paladin Tagadi ist voll informiert. Ich habe größtes Vertrauen in das Volk von Appalachia. Ältester Maxon, Ende. Ereignis abgeschlossen. Krieg ich was dafür jetzt? Tatsächlich. Aber dann hat jemand die Quest gemacht? Seltsam. Was ich mich aber frage ist, wieso kann ich meinen Hammer nicht modifizieren? Ich habe doch... Ja, ich habe jetzt eine schwere Rakete. Klar, logisch. Aber ich kann die nicht ändern. Obwohl ich doch eine Mod hier habe. Wie macht man das mit Mods, die man findet? Mods können nur an einer Werkbank angebracht werden. Ja, das ist mir klar, aber hier steht schwerer Stachel-Raketen-Vorschlaghammer. Aber du bist ja kein Vorschlaghammer, ne? Scheiße. Gott, wir haben ein Problem. Stepan. So wahr mir Gott, Hilfe. Hilf mir. Mein Herz. Oh Gott. Herz, beruhig dich bitte. Ich bin nur Platz 4. Die können nicht wissen, dass ich hier bin. Die haben die Quest gemacht. Okay.
Scheiße, ich glaube, der ist über mir. Aber wieso sind da so viele Punkte? Er ist mit dem Fahrstuhl gefahren, scheiße. Oh oh. Er hat seine Aufspürtaktiken eingesetzt und sucht jetzt nach mir. Spring doch, verdammt, was ist denn dein scheiß Problem? Habe ich nicht auch sowas? Scheiße, was hat das denn gemacht? Hunger. Entfernt Red. Ziehen wir uns Psychotatsramme rein. Ich hatte sowas, ich weiß das. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ist der jetzt weg oder nicht? Ist das jetzt ein Ghoul oder nicht? Ich hatte doch irgendwas. Ich hab's extra mitgenommen, das weiß ich. Oder ist es verschwunden, weil ich einmal gestorben bin?
Scheiße. Ich will mich nicht ans Terminal setzen. Das ist ein anderer Spieler. Nur er kann mich wahrnehmen. Ich glaube, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Ich will hier raus. Ich könnte mich registrieren und dann in den Fahrstuhl fahren bis nach unten, aber da warten die auf mich. 100 pro warten die da auf mich. Schneller, 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 bitte, 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 bitte. Okay, ich könnte jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Ja, wir schleichen uns runter. Surprise! Jetzt komm ich! Ich glaube, die sind da. Ich muss sehen, was da drin ist. Aufseher-Logbuch, Fort Defiance. Je länger ich in diesem gottverlassenen Ödland unterwegs bin, desto mehr wird mir klar, was West Virginia wirklich zerstört hat. Und darüber hinaus, was die Chancen der Überlebenden zerstört hat, auch wirklich zu überleben. Misstrauen. Diese ganzen verschiedenen Gruppen. Responder. Die stählerne Bruderschaft. Was auch immer. Für sich allein genommen hatte jede das Zeug dazu, es zu schaffen. Kluge Köpfe, gute Kämpfer und einiges an Tapferkeit. Und was taten sie? Sie schotteten sich ab. Wurden paranoid. Weigerten sich zusammenzuarbeiten. Das kostete sie alle das Leben. Bewohner von Vault 76, wenn Sie zuhören, laufen Sie nicht in die gleiche Falle. Finden Sie einander. Arbeiten Sie zusammen. Nur gemeinsam können Sie siegen. Hier spricht Ihre Aufseherin. Und ich flehe Sie an. Retten Sie unser Land. Die haben mich gefunden, aber die wollen nicht zusammenarbeiten, glaube ich. Sind die unter mir? Nicht. Die haben keine Power-Rüstung an.
Als wenn die mich verfolgen würden. Ich will es jetzt hinter mich bringen, ey. Das können natürlich auch Ghule sein. Sind das Ghule? Scheiß da unten drauf, ich hab keinen Bock mich hier jetzt hier zu fürchten die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das Ghule sind. Oder irgendwie andere Menschen. Ich gehe da jetzt hin. Ich gehe da jetzt hin, ich scheiße auf alles. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist ein verdammter Ghule. Oh, ich reg mich wegen dem scheiß Ghoul auf. Der da ist das. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Er ist der helle Wahnsinn, ey. Okay, kommen wir runter. Er ist weg. Ich mach mir hier einen Stress. Sorry. Die Schritte sind halt auffällig gewesen. Und dass ich einfach gesehen wurde, war auch auffällig. Kannst du mir nicht sagen. So, ich will den dritten Stock. So, sorry für die Panikmache und alles, aber vielleicht ist der hier drinne. Ich hatte halt wirklich Sorge. Ich wollte nicht einfach nochmal hierher laufen. Na, guck mal, da können wir noch nicht rein. Den ganzen Weg nochmal hierher zu laufen, das war einfach... Ja, keine Ahnung. Aber es war spannend. Es war für einen Moment lang spannend. Weil wir nicht wussten, wer oder was das war. So, letzter... Aufruf für 09901. Ich bin nicht der Gelehrte, den Sie brauchen, aber 09901 ist nicht meine Idee. Das ist die letzte Nachricht, die wir von diesen Genies an der Westküste erhalten haben. Wir müssen das tun. Das automatisierte Forschungsprogramm ist stabil. Es kann interaktive Forschungen über Brandbestien durchführen und ihre Schwächen finden. Nur zwei Männer könnten die Operation von der Waltech-Universität aus leiten. Wir könnten sterben, ja, aber jemand muss herausfinden, wie man diese Bastarde ein für alle Mal vernichten kann. Taggarty darf nicht umsonst gestorben sein. Ich versuche immer noch im Hintergrund zu hören, ob jemand da ist. Speicherte Aufzeichnungen. Das Herz des Feindes. Soll ich mir jetzt noch durchlesen oder soll ich es riskieren, dass mir jemand einfach in den Rücken schießt? Ja, man kann hier nicht entspannt lesen, ey. Wir sitzen in der Grube, die wir uns selbst gegraben haben, Grant. Jenen zu erzählen, dass Fehler gemacht wurden, hilft uns nicht weiter. Ja, wir müssen mehr über die Brandbestien herausfinden. 09901 ist lebenswichtig, aber nehmen wir einmal an, ich setze zwei Ritter ein, um diese Mission zu stemmen. Was würde dann passieren? Jedes Mal, wenn wir den Schallattraktor aktivieren, ist es ein Kampf um Leben und Tod und die Brandbestien im Zaum zu halten. Wenn auch nur zwei Leute den Löffel abgeben, sind wir tot. Wir alle. Und wenn wir hier sterben, stirbt Appalachia mit uns. Konzentrieren Sie sich darauf, die Generatoren im Laufen zu halten. Dann haben wir genug Energie, falls Thunder Mountain fällt. Helfen Sie uns, die Stellung zu halten. Wir brauchen Sie. Nachtrag.
Wir haben nicht genügend Leute für 09901. Sehen Sie sich doch um. Taggarty hat unsere besten Leute mit auf Touchdown genommen. Wenn Sie jetzt noch nicht zurück sind, kommen Sie auch nicht mehr zurück. Aber der Himmel reißt auf. Wir müssen nicht mehr über die Brandbestien wissen. Sie sind tot. Und vieles verdanken wir Ihrer Arbeit. Seien Sie stolz, Soldat. Ja, die sind nicht tot. Wurde schon einmal 09901 wurde schon einmal ausgeführt und wir haben gute Leute verloren. Ein weiterer Versuch würde mehr als das Leben unserer Brüder und Schwestern riskieren. Wir würden riskieren, dass die Responder zu Feinden werden. Das können wir uns gerade jetzt nicht leisten. Ich nehme Rücksicht auf Ihren Hintergrund, aber wir sind ein militärischer Haufen. Sie haben Ihren Standpunkt dargestellt. Er wurde abgelehnt. Ich möchte nichts mehr davon hören. Persönliche Notizen. Gelehrter Takano. Es wird wohl ein Weilchen dauern, bis ich wieder etwas schreiben kann. Die direkte Zusammenarbeit mit der gelehrten Takano ist einschüchternd. Ich habe so viele ihrer Artikel im Magazin Teslas Forschung gelesen. Bahnbrechende Forschung und Theorien. Ich weiß nicht, wie der älteste Maxon sie gefunden hat, aber sie ist für uns der reinste Glücksfall. Ich versuche mit ihr mitzuhalten, die Pläne und Formeln, die sie mir schickt, der Terminal Code, einfach alles. Ich weiß, dass ihr auch andere Gelehrte helfen. Aber ich will nicht derjenige sein, der einen Bock schießt. Ich hatte ein ernstes Gespräch mit Paladin Taggarty. Gelehrter Grants persönliches Terminal. Achso. Ich habe klargemacht, dass wir mehr vor allem bessere Gelehrte brauchen. Aber ich glaube, ich bin der einzige Zivilist, dem sie vertraut. Und nach Madigan und Fischer kann ich ihr das wohl nicht verübeln. Ein neues Zuhause. Ich habe jetzt ein neues Zuhause und Menschen, die mir helfen. Und Fort Defiant nimmt immer mehr Gestalt an. Der Aufzug war das letzte Teil dieses Puzzles, auch wenn die Hydraulik uns noch etwas beschäftigen wird. Knappe Belmont saß 3 Stunden lang da drin fest. Hoppla. Ich habe mich als Mechaniker in der Bruderschaft lange stiefkindlich behandelt gefühlt, aber es hat sich einiges geändert, seit Maxon darüber gesprochen hat, wie wichtig die Gelehrten sind, dass Technologie nun eine unserer wichtigsten Missionen ist. Es ist einfach fantastisch. Da hält der alte Mann eine Rede und quasi über Nacht hören plötzlich alle auf mich. Ich habe mir einen Platz in der Bruderschaft verdient. Es ist schön, anerkannt zu werden. Finde mehr über Mission 09901 heraus. Ist die Verbindung gut? Ja. Ich empfange dich. Ausgezeichnet. Ich übertrage jetzt das Programm. Wir werden es mehrmals schicken. Die Störungen bringen die Datenintegrität total durcheinander. 3 Kopien dürften ausreichen, um alle Beschädigungen zu umgehen. Wir haben uns hier den Kopf zerbrochen, bis uns eingefallen ist, wo du dieses Programm einsetzen kannst. In der Vault-Tec-Universität. Kommst du dorthin? VTU? Scheiße. Das ist mitten im Respondergebiet. Wer? Das spielt keine Rolle. Wenn die Anlage noch funktionsfähig ist, gibt es dort ein vollautomatisches Forschungslabor. Das wäre perfekt. Gibt es noch andere Optionen? Nein, gibt es nicht. Übertrage auch weiterhin jede brauchbare DNS-Probe, die du von diesen Brandbestien erhalten kannst. Wir helfen, solange wir können. Aber falls du uns nicht mehr empfängst, kannst du in diesem Labor die nötigen Informationen finden. Laut unseren vorläufigen Ergebnissen, kommt es möglicherweise zu einem Massensterben, wenn die Bedrohung nicht eingedämmt wird. Oh Mann. Hör zu. Wenn wir uns nicht mehr hören, solltest du wissen, dass wir an dich denken, Grant. Danke. Appalachia Ende. Alles klar. Guck, ich bin Platz 5. Ich bin jetzt wieder sicher. Das gehört nach mir, ne? Ja. Ich habe nicht drauf aufgepasst. Ich war so in diesem Schleichkampf drin, dass ich habe nichts mehr mitbekommen. Ich hoffe, es war für euch wenigstens spannend. Auch wenn am Ende nichts dabei rausgekommen ist. Aber mein Herz hat so geflattert. Alter, ich war wie so in einem Tunnel. Ich konnte nur noch den Kampf sehen. Mr. Handy, Sturmklinge, alles klar.
Na gut, wir haben ja hier noch dieses Magazinchen hier. Das Angriffsteam muss die VTU infiltrieren und das vollautomatische Forschungslabor Favel erreichen. Das Team muss Favel um jeden Preis funktionsfähig bekommen. Sobald der Zentralrechner online ist, müsst ihr ARP-001 hochladen. Zwei Mitglieder des Teams müssen zur Sicherung des Labors zurückbleiben. Brauchbare DNS-Proben von Brandbestien werden nach Inbetriebnahme der Einrichtung zugesendet. Bei der Infiltration hat die Geheimhaltung oberste Priorität. Taggarty hat befohlen, jeglichen Feindkontakt mit den Respondern zu vermeiden. Sollte das Team unter Beschuss geraten, muss es sich am Thunder Mountain neu gruppieren und weitere Befehle abwarten. Persönliche Notiz. Knappe Montgomery-Team hat es nicht zurückgeschafft. Oberste Vorsicht ist geboten. Wer weiß, was euch in der VTU erwartet. Sollte Montgomery das Favel funktionsfähig bekommen haben, lautet der Zugangscode Hope for Future. Gelehrter Grant. Hast du es hergeschafft? Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist weg. Okay, seltsam. Wie hat er es hierher geschafft? Ich meine, ernsthaft? Diese Etage kann man nur per Fahrstuhl erreichen, ne? Vielleicht hat er sich hier der Kollege versteckt, bis die Luft rein war und ist dann abgehauen. Ich weiß nicht, ob er sich ausgelockt hat. Es kann auch sein, dass er sich einfach zack ausgelockt hat. Alter 4 oder was weiß ich. So, Mini-Atombomben brauche ich endlich nicht, ne? So, das Gewehr nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit und das. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann kommen wir hoffentlich hier heil raus, ohne dass uns ein anderer Spieler umbringt. Mal gucken, haut rein, euer Zero, tschüss.